Heute zeige ich dir die virtuellen Instrumente, die ich am liebsten benutze, und ich bin schon gespannt, welche du am liebsten benutzt. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Heute geht es aber nicht um Logic selbst, sondern um virtuelle Instrumente. Zuallererst mal die Frage, warum sollte man virtuelle Instrumente benutzen oder sollte man überhaupt virtuelle Instrumente benutzen? Ist es nicht viel besser, alles selber aufzunehmen, Musiker herzuholen, alles selber einspielen zu lassen? Ja, das ist zumindest meine Meinung. Klar, es ist immer besser, du mikrofonierst Drums, du mikrofonierst Gitarrenamps, lässt Musiker kommen und kannst die dann auch noch bezahlen dafür. Und oder ihr macht es so als Band. Natürlich ist es immer besser, alles selber einzuspielen, aber es gibt Gründe, und ich möchte dir mal drei Gründe nennen, warum man virtuelle Instrumente benutzen sollte oder auf virtuelle Instrumente zurückgreifen sollte. Punkt Nummer eins ist, du hast gerade im Homestudio-Bereich einfach nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel ein akustisches Schlagzeug aufzunehmen. Ja? Wenn es deinen Kellerraum nicht hergibt, wenn du irgendwie im Obergeschoss wohnst, hast Nachbarn, hast du schlicht und ergreifend die Möglichkeit nicht, akustische Drums aufzunehmen. Und ein Proberaum zu mieten ist auch immer relativ teuer für sowas. Da könnte es natürlich gut sein, wenn du dir einfach virtuelle Drums holst, ein hochwertiges virtuelles Drumstudio als Softwareinstrument. Da kann es sehr, sehr viel bringen, einfach um trotzdem einen guten Sound zu bekommen, auch für kleineres Budget. Punkt Nummer zwei ist, du kannst schlicht und ergreifend das Instrument nicht spielen. Ja, ich bin zum Beispiel kein besonders guter Gitarrist, und wenn ich irgendwas ausprobieren will oder einen Gitarrengroove mir raussuchen möchte, kann den nicht richtig spielen, dann bringt es mir was zum Beispiel, wenn ich die Gitarre programmiere, dass ich zumindest mal im Groben weiß, wie die Sache klingen soll. Also das kann auch eine gute Ergänzung sein. Du spielst zum Beispiel Gitarre und Bass, aber kein Schlagzeug oder keine Keyboards, dann könntest du dir ein virtuelles Instrument holen und könntest dir da Loops reinladen oder MIDI-Packs. Punkt Nummer drei ist schlicht und ergreifend Zeitersparnis. Das ist hier im Studio oft der Fall. Wenn ich eine Vorproduktion mache, wenn ich was arrangieren soll für einen Kunde, mache ich eine Vorproduktion, und Studio ist immer teuer. Und natürlich ist es einfacher, jetzt die Instrumente erstmal zu programmieren als virtuelles Instrument, weil ich kann ja nicht immer Musiker reinholen, die dann mir das einspielen. Das ist auch teuer, auch für die Kunden teilweise zu teuer. Deswegen bei Arrangement-Jobs mache ich immer zuerst ein Arrangement mit virtuellen Instrumenten, und dann kann man das nach und nach mit richtigen Musikern austauschen, je nachdem, was das Budget des Kunden hergibt. So, jetzt aber genug geredet. Jetzt geht's los. Ich zeige dir meine Lieblingsinstrumente, meine virtuellen Lieblingsinstrumente, und wir legen los mit den Drums, mit denen wir gleich das Fundament legen. Und das ist Addictive Drums. Addictive Drums ist ein unglaublich geniales virtuelles Drumstudio, das ich sehr, sehr gerne benutze. Du kannst aus verschiedenen Drumsets auswählen. Es kommt schon in der Grundversion mit sehr, sehr vielen Drumsets. Du kannst auch noch welche dazu kaufen. Und es ist wirklich super einfach zu bedienen, finde ich. Es ist sehr, sehr übersichtlich. Was ich ganz am liebsten mag, ist hier diese Kit-Page. Hier siehst du so in einem Kästchen hier die einzelnen Kit-Pieces. Und kannst die auch direkt anspielen über dein Keyboard dann, wenn es gemappt ist. Und kannst auch direkt hier zum Beispiel verschiedene Becken austauschen oder Trommeln austauschen. Das geht alles ruckzuck und ist sehr, sehr übersichtlich gemacht. Das finde ich richtig gut. Schauen wir nochmal kurz in die Edit-Page rein. Hier hast du auch wieder dein Instrument und die komplette Signalkette. Das finde ich auch super übersichtlich. Und du kannst dir dein Instrument auch sehr, sehr schnell bearbeiten mit den verschiedensten Parametern hier. Du kannst hier virtuell mischen zwischen Top- und Bottom-Mikrofonen, Kompression, EQ und so weiter. Was auch noch sehr, sehr genial ist an Addictive Drums, ist das D-Lerp. Das D-Lerp ist eine Mischung zwischen Reverb und Delay. Und das kannst du jetzt zusammenmischen, um ja, coole Soundeffekte zu bekommen. Ich habe hier den FX1 geladen, den weise ich einfach meiner Snare Drum hier zu. Und jetzt kann ich hier eine Mischung aus Reverb und Delay meiner Snare Drum hier hinzufügen. Kannst du natürlich auch mit dem kompletten Drumset machen oder wie du möchtest. Also echt geniales Feature hier. Ich habe mir hier dieses Funk-Drumset rausgesucht, weil ich hier ein kleines Funk-Arrangement machen möchte. Ich drücke Record und wir legen mal los. Ich probiere mal ein bisschen rum, ob ich hier einen guten Funk-Groove zustande kriege. Hier über die MIDI-Keyboards steuere ich diese Drums an.
okay, das Fundament ist gelegt. Hier sind meine eingespielten MIDI-Drums. Wie gesagt, Addictive Drums finde ich hierfür fantastisch. Meistens musst du natürlich, wenn du mit virtuellen Instrumenten arbeitest, musst du noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, weil so hundertprozentig kriegst du es auf dem Keyboard jetzt nicht eingespielt, auch wenn du ein guter MIDI-Keyboard-Drummer bist, so wie ich. Ich würde mal sagen, ich bin einigermaßen gut. Aber du musst immer ein bisschen nacharbeiten. Meistens musst du ein bisschen quantisieren. Die Performance war jetzt ganz gut. Und deswegen mache ich es einfach so, dass ich hier die intelligente Quantisierung wähle. Und ich gehe mal hier auf ein 16. Swing, denke ich mal, das könnte ganz gut kommen. Und dann gehen wir weiter zum Bass. Als virtuellen Bass benutze ich sehr gerne den Scarby MM-Bass von Native Instruments. Der ist ja auch im Contact Player schon drin. Das ist ein gesampelter Bass von einem sehr bekannten Bass aus den 70ern, den Bernard Edwards benutzt hat von Chic. War das jetzt ein Stingray oder ein Fender Jazz Bass? Ich weiß nicht, ich bin kein Bass-Spezialist. Auf jeden Fall ist dieses Instrument hier hervorragend gesampelt und du kannst wahnsinnig viele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten oder Spielweisen hier sehr realistisch nachstellen. Das ist zum einen zum Beispiel hier den Pickup Clap. Du kannst Slides spielen. Ja, wie er auf die Seite hier, wenn er in Seiten hin und her rutscht, das geht bei so einem normalen MIDI-Instrument nicht. Du kannst sogar Trills spielen. Das ist wirklich genial gemacht und du kannst auch simulieren, dass er nur die Leerseite spielt und dass die dann länger klingt, ohne das Sustain-Pedal zum Beispiel drücken zu müssen. Also super viele Möglichkeiten mit diesem Instrument und jetzt spielen wir mal eine Bassspur mit ihm ein. Okay, das Fundament steht, Drums und Bass und jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine Akustikgitarre ins Arrangement mit einbauen können. Bei akustischen Gitarren nehme ich gerne die Akustik Strummed Akustik oder da gibt es noch welche, die habe ich jetzt hier gerade nicht eingeblendet, da gibt es nochmal Strummed Akustik 2, auch von Native Instruments hier, weil das auch hervorragend gesampelte Instrumente sind. Der Aufbau ist hier wirklich auch sehr einfach. Ich habe mal das Keyboard unten eingeblendet. Du kannst hier oben im blauen Bereich Akkorde greifen. Ja, das heißt, wenn du die Akkorde greifst, dann wird ein bestimmtes Pattern abgespielt. Ich habe hier jetzt Funky gewählt. Du kannst auch noch zwischen anderen auswählen, Western, Campfire, Girl Pop, Latin Pop. Da siehst du schon so ein bisschen die Genres. Da kannst du drin suchen, ob dir irgendwas gefällt. Und dann kannst du die hier in diese einzelnen Slots reinbauen. Du kannst dir auch selber komplett selbst was zusammenbauen. Aber hier zum Beispiel hat mir das jetzt ganz gut gefallen. Und hier unten in diesem blauen Bereich von meinem Keyboard kann ich jetzt einfach Akkorde greifen. Ja, und hier unten kann ich zwischen verschiedenen Pattern auswählen, die du hier oben siehst. Das heißt, dass die Gitarre nicht immer das Gleiche spielt. Kann ich dann einfach ein bisschen abwechseln zwischen den Pattern, dass es ein bisschen abwechslungsreicher wird und dass es ein bisschen näher an eine Original-Performance hinkommt. Ja. Ja, so zum Beispiel. Und hier hast du noch die Möglichkeit, dass du verschiedene Endings auswählst. Ja, oder Slides. Oder einfach, wenn der Gitarrist hier aufs Holz haut. Oder du hast verschiedene Endings, die du anwählen kannst. Das sind hier diese gelben Tasten. Ja. Auch nur ein kurzer Clap oder eben, dass der Akkord gehalten wird. Oder kurz angeschlagen wird. Von oben nach unten, von unten nach oben gestrummt. Also auch hier bei diesem Instrument sehr, sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten. Okay, nehmen wir auf. Musik.
Da es sich hier um einen Funk-Song handelt, habe ich wieder von Scabi den Funk-Gitarrist auch gesucht. Das ist meines Erachtens die genialste Library an Funk-Gitarren-Samples und du kannst sie auch relativ zügig einstellen. Es braucht allerdings eine Weile, bis man sich damit auskennt. Also ein bisschen solltest du dich mit dem Instrument beschäftigen. Aber wenn du dann mal ein bisschen durchgestiegen bist, es sieht am Anfang kompliziert aus, ist das Teil hier wirklich eine Waffe. Du hast hier verschiedene Möglichkeiten, aus verschiedenen Grooves zu wählen. Wenn ich hier zum Beispiel auf Browse gehe, sind das hier die rhythmischen Pattern. Eine Funk-Gitarre ist ja immer sehr rhythmisch. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Gitarrist die Gitarre anschlagen soll. Und du kannst natürlich auch in das Mapping reingehen und kannst jetzt eigene Akkorde auf die verschiedenen Funktionstasten hier unten mappen. Ja, ich habe jetzt für diesen Song C, G-Moll 7, A-Moll 7 und so weiter schon gemappt auf die entsprechenden Tasten. Das heißt, wenn ich auf diese Taste hier drücke, dann wird der Akkord auch abgespielt. Und so kannst du dir diese Gitarre hier programmieren. Sehr gut ist auch dieses Mapping-Fenster hier. Hier kannst du aus allen Akkorden raussuchen und du kannst auch raussuchen, was es für Akkordvariationen, also Umkehrungen gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen E-Dur-Akkord suche, ja, E-Major, E-Minor, es geht auch Moll und auch alle E-Major 6, E-Major 11 und so weiter. Jetzt kannst du hier aus verschiedenen Variationen auswählen. Wenn ich meine Auswahl getroffen habe, dann kann ich diesen Akkord hier einfach über das Stiftwerkzeug hier in der Taste zuordnen. Zack, und jetzt wäre dieser E-Dur-Akkord oder diese Umkehrung, was auch immer, wäre jetzt meiner Taste hier in dem Fall F zugeordnet. Du kannst sie auch wieder löschen und so weiter. Wenn dich das interessiert, schreib mir mal bitte Funk Guitarist in die Kommentare. Dann mache ich da vielleicht mal ein kleines Webinar drüber oder ein längeres Video. Funk Guitarist in die Kommentare, wenn ich hier nochmal was Genaueres dazu machen soll. Danach haben mich schon viele gefragt. Aber jetzt spielen wir erstmal eine kleine Performance zu unserem Arrangement hier ein. Hier probieren wir mal die Electric Sunburst Deluxe, auch von der Reihe Session Guitars von Native Instruments. Du siehst alles sehr, sehr Native Instruments-lastig hier, bis auf die Drums und die Keyboards, aber mir gefallen diese, vor allem die Gitarren, die gesampelten Gitarren von Native Instruments recht gut. Und obwohl ich den Contact Player eigentlich nicht so mag, finde ich, sie haben da wirklich richtig coole Samples, was Bass und Gitarren betrifft, sind sie ganz weit vorne. Hier, wie gesagt, die Electric Sunburst Deluxe, die kann nicht nur Pattern spielen, sondern mit ihr kannst du auch Melodien spielen. Das ist neu, das habe ich auch schon mal vorgestellt, ja. Und kannst hier auch Bendings machen, Vibrato machen mit dem Modulation oder Pitch Bend Wheel. Also auch wieder sehr realistisch hier. Du kannst einmal Pattern wählen, also dass er einen Rhythmus spielt. Das kannst du auch wieder über diese Tasten ansteuern oder eine Melodie. Ich wähle jetzt in diesem Fall mal kein Rock-Pattern, sondern ich möchte einfach clean R&B. Jetzt, wenn er fertig geladen hat, spiele ich aber einfach eine Melodie ein, einfach um den Rhythmus noch ein bisschen zu verdichten und noch ein bisschen spannender zu machen. Okay, alle Instrumente sind eingespielt und jetzt hören wir nochmal kurz rein, vielleicht hier bei der zweiten Hälfte, wie die ganze Sache klingt. Wohlbemerkt, alles hier nur virtuelle Instrumente, ja? Hören wir mal rein hier vielleicht gerade in den letzten Refrain.
Was ist deine Meinung? Sind diese virtuellen Instrumente gut? Native Instruments hat jetzt ein bisschen überwogen. Addictive Drums finde ich sehr gut. Scabi-Bässe finde ich sehr gut. Wie sieht es mit dir aus? Was sind deine Lieblingsvirtuellen Instrumente? Schreib es mir bitte mal unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht finde ich ja auch noch eins, das ich nicht kenne und das ich unbedingt kaufen muss. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig auf einen Daumen nach oben oder auf einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!